Hallo. Hallo. Na, ist die Dame soweit? Morgen wissen wir mehr. Könnte ich Sie vielleicht kurz sprechen, Frau Dr. Mertens? Worum geht es denn? Es geht um die Orangs. Moment. Ich wollte dich sowieso auch was fragen. Was denn? Ich sag's zuerst. Das Männchen, das wir aus Halle bekommen haben, das würde ich gerne in die Gruppe integrieren. Das ist noch in Quarantäne. Ja, wenn aus medizinischer Sicht nichts dagegen spricht, dann wäre jetzt ein super Zeitpunkt. Ja, ich kann die Abschlussuntersuchung machen, dann kann er morgen aufs Gelände. Super, danke. Mochtest du die Rosen? Ich habe sie weggeworfen. Frau Dr. Mertens, was machen wir denn nun mit ihr? Ja, sofort. Die Arbeit haben Sie gelesen bezüglich der Wanderfalken im Elbsandsteingebirge, oder? Ja, klar. Sie brauchen Ihren Schein. Morgen, okay? Ja, danke. Ja, wir trennen Sie vorerst vom Bullen, zur Sicherheit. Okay. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Wetten? Ich wette nicht auf Damen. Sie sind mir zu launisch. Und wollen sie, dann wollen sie wieder nicht. Ich will nicht. Wolltest du mir das vorhin sagen? Ich will keine Rosen mehr von dir. Dann tut es mir leid, dass ich deine Signale so missverstanden habe. Zeit? 2 Minuten. Ja, ich weiß. Dann beginnt die Infoveranstaltung für eine Therapie zu. Da bin ich ja leider ausgebotet worden. Hast du eine Ahnung, warum? Wolltest du darüber mit mir sprechen? Ich kann es mir auch so denken. Nein, es geht um deine Arbeit. Ich habe sie gelesen, finde sie eigentlich gut. Nur es gibt einen Punkt, den kann ich so nicht akzeptieren. Wie bitte? Du hast für die Auswertung des Blutverhaltens die 70er Jahre nicht in Betracht gezogen. Ja, aber für diese Zeit gibt es keine Erhebungen. Was macht man da? Ja, was soll ich da machen? Du hast die Zahlen davor und hast die Zahlen danach. Du erstellst eine Schätzung. Das ist doch unseriös. Das ist gängige Praxis. Natürlich musst du eine Fußnote machen. Ich finde, das ist wie eine Schikane. Absolut eine Schikane. Ich will einfach eine gute Note schreiben. Ich dachte, ich sage erst ein paar Worte und dann können Sie die medizinische Seite klären. Ja, gut. Hey. Hallo. Das ist eine Überraschung. Komm rein. Nein, danke. Ich bin eigentlich nur gekommen, um dir zu sagen, dass ich in Zukunft nicht mehr weiter mit dir zusammenarbeiten möchte. Das war mir wichtig, dir persönlich zu sagen. Moment. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, das ist... Was soll das heißen? Du willst nicht mehr mit mir arbeiten. Willst du was trinken? Nein, danke. Thomas kann einfach nicht mehr so weitergehen. Ich werde mit dem Studium aufhören. Und wenn es sein muss, würde ich auch ihn zukündigen. So sehr liebst du mich. Ich... Nein. Tom, ich... Bitte versteh doch einfach, ich habe eine Familie, ich habe wunderbare Kinder, ich habe einen Mann, ich habe alles, was ich mir immer erträumt und gewünscht habe, verstehst du? Ich... Bis...
bis du gekommen bist, war ja alles in Ordnung. Ich will mein altes Leben wieder haben. Hallo. Hey. Hallo. Das Gesicht hat hoffentlich nichts mit mir zu tun. Nein, nein. Was ist denn passiert? Rosa, unser Känguru-Weibchen, ich wollte sie operieren, aber... Und Fährmann ist dagegen. Und soll ich mit ihm reden? Das ist keine so gute Idee. Warum? Weil er dann glaubt, wir hätten uns gegen ihn verschworen. Das haben wir doch. Ich habe den ganzen Morgen nur an dich gedacht. Ja, ich auch an dich. Dr. Berghoff. Ich komme. Ach, Frau Dr. Mertens. Ich habe gerade gesehen, Othello hat irgendein Problem mit seiner Kralle. Vielleicht können Sie sich das mal anschauen. Ja, danke. Ich sehe es mir an. Danke. Ja. Es geht um die Zebrapopulation. Wir müssen Krefeld ja noch einen Hengst liefern. Ich habe schon ein Tier ausgesucht. Gut, dann bereiten Sie den Transport vor. Mache ich. Eine Frage noch. Frau Dr. Mertens hat mir gerade von den Känguru-Weibchen erzählt. Ja. Ich denke, wir sollten in diesem Fall abwägen. Rosa ist ein Publikumsliebling. Ich habe das bereits ausführlich mit Frau Dr. Mertens besprochen. Kann es sein, dass Sie hier versuchen, ein Exempel zu statuieren? Wie meinen Sie das? Ich habe den Eindruck, Sie wollen auf Kosten dieses Tieres Ihre Macht demonstrieren. Das ist ein starkes Stück, Dr. Berghoff. Passen Sie in Zukunft auf, was Sie sagen. Die Mineralien brauchst du noch. Und? Wie ist es gelaufen? Hey. Rosa hat ganz gut mitgemacht, aber ob die Operation wirklich erfolgreich ist, das wissen wir erst in ein paar Tagen. Natürlich ist sie das. Deiner geballten Fachkompetenz. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir feiern das. Wir fahren raus an See und machen ein kleines Picknick. Sag mal, du und ich. Kennst du eine Frauke Lange? Ja. Wir waren mal zusammen, kurz vor ein paar Jahren. Bist du eifersüchtig? Du hättest das nicht tun sollen. Ich hab das für dich getan. Ich weiß. Und für Rosa. Fährmann denkt, ich hätte mich an die Presse gewandt. Dann gehe ich zu ihm und sage ihm die Wahrheit, dass ich das war. Schmeißt er dich raus? Das ist sowieso, was du wolltest, oder? Dass einer von uns geht. Willst du das immer noch? Ich weiß nicht. Hey, soll er mich rausschmeißen? Ist mir doch egal, ich finde überall einen Job. Irgendwo auf der Welt. Und du auch, so gut wie du bist. Ich will nicht überall auf der Welt sein. Ich will hier sein.
Weißt du was? Ich gehe jetzt duschen und dann fahren wir zu mir und dann reden wir drüber. Ich kann nicht, ich muss nach Hause. Warum? Warum? Ja, warum? Nenn mir einen triftigen Grund. Weil ich für Luise ein Feenkostüm nähen muss? Was? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch. Es ist mein Ernst.